Am Seemannsclub Duckdalben ist heute eine neue Admiralitätsflagge gehisst worden. Damit wird die wichtige Arbeit der Seemannsmission gewürdigt, denn auch die Matrosen sind von den aktuellen Krisen der Welt stark beeinträchtigt. Der Hamburger Hafen, Wirtschaftshochburg der Hansestadt. Von hier werden Güter per Schiff in die ganze Welt exportiert oder aus dem Ausland importiert. Der Seemannsclub Duckdalben erfüllt dabei eine besondere Aufgabe. Damit Schiffe funktionieren, braucht man Seeleute und die haben eine sehr harte Arbeit. Und der Seemannsclub wie der Duckdalben ebenso wie andere Seemannsmissionen, die kümmern sich konkret um Seeleute, dass sie mal von Bord kommen, dass sie mal was anderes sehen, dass sie in Ruhe telefonieren können, dass sie medizinische Versorgung bekommen und einfach mal ein Getränk in Ruhe mit anderen Menschen ein Gespräch führen können. Sie sind sozusagen das menschliche Gesicht des Wirtschaftsstandortes Hamburg. Im Innern ist die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Ein Ort, an dem Menschen verschiedenster Nationen zusammenkommen. Doch die aktuellen Krisen dieser Welt gehen an der Schifffahrt nicht spurlos vorbei. Der Ukraine-Krieg ist auch auf hoher See ein großes Thema. Wir hatten am Anfang viele Momente, wo Seeleute sich hier sehr solidarisch miteinander gezeigt haben, wo wir Russen und Ukrainer hatten, die gesagt haben, wir lassen uns nicht spalten, wir bleiben zusammen und wir zeigen, dass wir es auch zusammen aushalten. Nun, über ein Jahr später, verschärft sich die Situation zunehmend. Viele russische und ukrainische Seeleute haben Freunde und Verwandte im Krieg verloren. Der Konflikt ist persönlich geworden. Bisher ist uns nichts zu Ohren gekommen, dass es wirklich zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen ist, hier in Hamburg zumindest nicht. Aber wir merken, dass es eine zunehmende Belastung wird. Die Ukrainer kommen hierher und nehmen sich auch die Zeit, reden mit uns auch darüber. Viele Russen trauen sich hier in Europa nicht mehr an Land, weil sie nicht wissen, wie mit ihnen umgegangen wird. Und das in ohnehin schon stürmischen Zeiten. Während Corona aus dem Stadtbild nahezu verschwunden ist, leiden Seeleute noch immer unter den Auflagen. 93% von ihnen sollen zumindest erst geimpft sein, doch eine Zweit- oder sogar Drittimpfung ist nicht sehr verbreitet. Wir sehen so langsam eine Rückkehr zur Normalität, aber einige Seeleute haben einfach immer noch Angst. Und andere Seeleute von einigen wenigen Reedereien haben einfach auch keinen Landgang, was wir sehr bedauern. Aber da ist zum Beispiel auch der Verband Deutscher Reeder und wir dabei, da den Landgang durchzusetzen und zu ermöglichen. Um für diese wichtige Aufgabe zu danken, hat Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard heute eine frische Admiralitätsflagge mitgebracht. Eine große Ehre für den Duckdalben, der auch in Zukunft ein sicherer Hafen für die Seeleute aus aller Welt sein soll.